Yo Leute, was geht ab und willkommen zurück zu einer neuen Folge hier in God of War Ragnarök. Wir müssen jetzt gerade das weiterziehen hier, wir müssen Gorath Schrein jetzt hier in Alfheim suchen. Wir sollten auch schon, glaube ich, bald da sein hier in dem Schrein. Da würde ich sagen, ich gehe jetzt aber weiter, wir müssen dann rumschnacken, Leute. Like, wenn es euch gefallen hat hier und da schon Tio und Atreus vorne. Die stehen rechts, ich gehe wie ein Gangster nach links hier, weil ich hier ein Rebell bin. Und mal gucken, wo schon dieser Schrein ist. Das Schrein? Wo war denn das nochmal? Ich glaube, das war neben Sindris Laden im letzten Teil, glaube ich. So, hier war noch so ein Nordentor, aber haben die ja alles umgebaut, die Lichtalben, Haben die ja alles umgebaut. Können wir mal durch, oder wie? Tatsache. Ach, hier ist kein so richtiges Fimbulwinter, sag ich mir. Hier ist alles schön frisch. Da ist er. Wie ein Frühling hier. Ihr habt es geschafft. Willkommen. Auf der anderen Seite war das eine Wüste und das war sogar irgendwie auch voll verschneit oder so. War das irgendwie nicht so aufgebaut, Leute? Aber hier ist alles schön. Ja, es ist viel schöner hier. Ja, aber letztes Mal stand hier eine Nordentruhe. Mit mehr Farbe und so. Oh, ist die woanders. Ja. Auch cool, dass sie so die alten Nordentruhen auch irgendwie thematisieren, wo sie mal waren und so. Also, ist schön irgendwie. Also, da merkt man schon, die Entwickler haben sehr viele Detailliebe reingesteckt hier, ja. Immer auf andere Teile referiert. Easter Eggs bauen sie mit einem von anderen Spielen, ja, also, ist cool, ist sehr cool, die haben hier alles umgebaut. Muss schon sagen, finde ich eigentlich nicht so scheiße hier, finde ich recht schön hier, was die hier gemacht haben, hier die Lichtalben. Da ist schon dieser Schrein, die war auch Sindris Laden, glaube ich, hier war alles zerstört auch, haben die echt alles wieder aufgebaut, die Lichtalben. Chapeau, kann man nichts anderes sagen. So, der Schrein ist hier, wir machen es auf, Leute. Ah, Sindri ist auch hier, was geht? Glaubst du an Schicksal, Sindri? Oh, natürlich nicht. Würde ich mir so auf die Hände waschen, wenn ich glaubte, dass das, was ich tue, am Ende egal ist? Nur einer hat Einfluss darauf, wie wir unser Leben leben. Wir selbst. Ja, klar, aber ich muss sagen, ich glaube auch ein bisschen an das Schicksal. Ich weiß nicht, also ich denke, so vorbestimmte Sachen erwarten uns schon im Leben und ich denke auch Entscheidungen, die wir treffen, sind auch Teil des Schicksals. Natürlich kann man sagen, ja, ich kann dann wieder mich umentscheiden, aber das Umentscheiden ist auch Teil des Schicksals. So, wisst ihr, was ich meine, Leute, in meinem Gedankengang? Hey, Sindri, lag deine Schmiede nicht auf der anderen Seite des Schreins? Genau, ja. Da hat aber jemand ein Auge fürs Detail. Vielleicht dachten die Lichtalben, auf dieser Seite sieht sie besser aus. Sie haben einen Sinn für Ästhetik. Ganz ehrlich, bin ich genauso verwirrt wie du. Aber einer geschenkten Schmiede schaut man nicht in die Düse. Ziemlich chaotisch. Na. Viel Glück jedenfalls. Sprichwort kenne ich zwar nicht, aber ich glaube dir mal. Das war, glaube ich, hier und dann hier war noch so ein Loch zum Reinkriechen hier, nicht wahr? Genau, da war ja noch was. Okay, dann würde ich sagen, ich schaue noch mal kurz in seinem Laden rein. Vielleicht hat er irgendwas Cooles hier für uns. Wenn nicht, dann schauen wir uns diesen Schrein an. Ja. Schild, das Schild, Leute. Das Problem des Schilds hier. Ich bin immer noch kein Fan vom Schild. Ich weiche immer aus eigentlich, Leute. Das ist das Problem. Ich weiche immer aus. Speziell, bla bla bla. Runen? Und Atreus? Oh. Runengravite freisetzen. Das haben wir im letzten Part eingesammelt hier. Der erste Runenfall aus einem vollen Köcher fügt erheblich mehr Schaden zu. Verbesserungen erhöhen den zufügigen Schaden. Was ist das hier? Nahkampfangriffe auf Gegner, die von Schall betroffen sind, fügen erheblich mehr Betäubung zu. Machen wir rein, oder? Wie schick. Machen wir mal rein. Wir können es jetzt nicht mal verbessern. Jetzt müssen wir das hier noch verbessern hier. Ja, rein damit für Atreus, ne? Also, ich glaube, das kann nicht schaden hier mit Atreus. So, noch was verkaufen hier schnell. Tribute an Freck. Was ist Gedicht? Wir können alles verkaufen hier. Also, ich hoffe, die werden noch in dem Tagebuch gespeichert, die wir jetzt verkaufen sollten. Wenn nicht, dann würde es mich auch nicht wundern. So, Auferstehungsstein. Okay, alles klar. Dann, Tier. Ich hab dich im Auge. Was heißt so, Tier? Ich hab dich im Auge. Machen wir auf. Den Schrei von Rohr. Die verbargen ihre Geheimnisse immer direkt vor einem. Wartet es nur ab. Ah ja, hier sehen wir Groa auf der Suche nach ihrem Gemahl. Ihre Suche war unerbittlich. Sie meditierte wochenlang ohne Pause. Leider jedoch stieß sie auf etwas anderes. Eine Vision von Ragnarök. Odin erfuhr von Groas Vision. Er kam zu ihr, verlangte eingeweiht zu werden. Doch was sie erzählte, gefiel ihm nicht.
Eisenwald? Das ist... Keine Ahnung, was das ist. Die mythische Zuflucht der Riesen. Seltsam. Also ein Jötunheim? Einige Riesen dachten das. Doch Eisenwald gibt es nicht. Es ist eine Idee, ein symbolisches Paradies. Es ist nicht real. Vermutlich wollte Groa, dass ihre Asche nach Jötunheim gebracht wird, während ihre Seele im Licht verblieb. Odin hat diesen Wunsch wohl nicht respektiert. Der Streiter? Ich vermute, das bin wohl... ich. Du vermutest zu viel. Ja, wir sollten das wohl lieber nicht zu wörtlich nehmen. Prophezeiungen sind immer mehrdeutig. Manche sind jedoch eindeutiger als andere. Ragnarök. Ja, das Ende von allem. Dann ist es so. Wir können es nicht aufhalten. Es Alter. Muss einen Weg geben. Warum sonst war dies verborgen? Hey, Tyr, wir haben es gesehen. Dich. Du kämpfst in Ragnarök. Ich kann nicht. Was ist das denn? Das ist neu. Asgard ist zerstört? Doch, die anderen Welten blühen? Und Odin stirbt. Sie hat gelogen. Groa hat gelogen. Natürlich. Odin glaubt einer falschen Prophezeiung. Dann können wir doch gewinnen. Und Odin besiegen. Wir haben mit nichts davon zu tun. Aber Tyr führte den Angriff auf Asgard. Und Hels Armee war da. Und die Alben. Der Streiter. Na gut, wer das auch ist, ganz egal. Aber zum ersten Mal wissen wir etwas und Odin nicht. Wir können die Schlacht gewinnen. Tyr? Ich entscheide nichts aufgrund von Prophezeiungen. Aber du hast doch... Nein, Atreus. Das ist falsch. Komm. Es gibt viel zu besprechen. Es ist Zeit. Ragnarök wird geschehen. Aber wir können siegen. Wird Asgard zerstört, dann fällt nicht nur Odin. Es muss einen anderen Weg geben. Habt ihr es gerade gesehen? Da war ein Tor zwischen Thor und Jumungandr, der Weltenschlange. Es war aber, glaube ich, auch schon klar, dass sie gekämpft haben. Es wurde auch schon im letzten Teil gesagt, dass sie kämpfen werden in Ragnarök. Ich hoffe, das wird auch in dem Spiel geschehen. Das wäre richtig cool. Und was war gerade das, was Atreus eingesteckt hat? Das habe ich gerade nicht ganz erfassen können, diese Kugel. Ist das Yggdrasil-Samen gewesen oder was war das nochmal? Also irgendwas, es war was Wichtiges auf jeden Fall, das, was er eingesammelt hat, ne? Aber ist das etwas? Ich frage mich gerade, was... Gib die her. Was? Und? Was siehst du? Viel. Groa hat gelogen. Ragnarök ist nicht das Ende von allem. Nur das von Asgard. Nur die Zerstörung einer kompletten Welt, oder was? Ganz zu schweigen von ihrer Bevölkerung, ihrer Tierwelt. Die Unschuldigen, die von Odins Missetaten nichts ahnen. Es reicht. Es gibt viel zu besprechen, sobald wir sicher zu Hause sind. Asgard ist ja eben... ja, der Reich der Götter, halt so wie der Olymp bei den anderen Göttern, die Kratos getötet hat. Wenn das dann am Arsch ist, dann, ja, es ist schwierig, ne? Also, wir wissen jetzt angeblich von dem Schrein, dass es nicht das Ende vom Allen ist, war, aber... ja... Trotzdem, Tyr ist da nicht ganz begeistert, Kratos auch nicht. Ich glaube, er will einfach keinen Krieg gegen Asgard statt. Aber Asgard ist schon wirklich ein monströses Gebiet, kann man sagen. Deswegen weiß man auch nicht ganz, wie es hier... Machen wir erstmal lieber einen Ausgang. Stimmt. Wie das wirklich hier abgeht mit dem. Ah, ihr Lichtalben. Wollt ihr das wirklich, Lichtalben? Wollt ihr das wirklich, ihr Lichtalben, hä? Bam.
Friss das hier. Lichtalben. Was ist ein Lichtalben? Es muss doch nicht sein. Es muss einfach nicht sein, Lichtalben. Komm schon. Das ist doch unfair hier. Bam, weg damit. Wo ist Tier überhaupt hin? Ich weiß gar nicht, wo Tier jetzt wieder verschwunden ist. Er ist abgehauen oder wie? So, das war ein geil geblockt von mir, muss ich sagen. Das war sehr, sehr geil geblockt von mir. Ach du Scheiße. Bam. 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 Sehr gut. Ey, Mann. Lass das doch sein hier. Gut. Na, da bist du, Tier. Können wir dort irgendwie kein mystisches Tor öffnen oder so? Hier in Elfheim, das wäre doch endlich voll praktisch hier. Noch mehr Lichtalben. Was ist hier? Ich will keine Lichtalben mehr kämpfen, bitte. Ich will das nicht mehr. Wer hat gerade so gestöhnt? War das mit mir? Ach, nicht Atreus, weil wir ihn umgestoßen haben oder so. Okay. Hier. Rüber. Ja, Atreus, chill. So, zack. Keine Lichtalben mehr, bitte. Nein, mach mal. Bitte, Tier, mach doch irgendwas. Linke Seite. Mach doch irgendwas, Tier. Oh Gott. Elfheim wird immer noch mein Hassler bleiben hier. Egal in welchem Teil, egal welches Spiel, Elfheim wird Elfheim bleiben für mich. So, bam. Aber ey, also sehr interessant gerade die Story hier mit Ragnarök und Asgard und das. Alter Scheiße, geil. Und dass Atreus kämpfen will, er will Odin zerstören. Kratos will, glaube ich, nicht so sehr, aber. Ich hoffe als Spieler, dass er das trotzdem macht. Es wäre so geil, wieder alle Götter umzubringen, ne, Alter? Wie in dem alten Teil, einfach richtig brutal abzuschlachten, aber es ist ja bei Kratos Art leider, ne? Kratos ist nicht mehr so drauf wie damals, ey. Kratos ist viel ruhiger und will einfach nur überleben hier, ein Leben führen, ohne irgendwie aufzumucken hier in dem nordischen Reich. So. Wo sind wir jetzt hier? Ganz anderes Gebiet jetzt, tschüss, wir hören uns, Idiot. So, können wir jetzt hier runter? Ja, können wir sogar. Zack. Ja, Tier. Ich verfolge dich ja schon. Ich glaube, Atreus wird irgendwas machen. Auch hinter Kratos Rücken. Ich glaube, er wird nicht so leicht aufgeben, der Atreus. Er wird schon safe irgendwie sagen, yo, nee, Kratos, Vater, wenn du schon so scheiße machst und mich nicht bloß halt kämpfen lässt hier, dann kämpfe ich alleine. Na. Junge! So, was ist das, Junge? Meine Güte, die scheiß Lichtalben, Alter. Wir müssen weiter. Tier, ich weiß. Geht es ihm gut? Pass auf, Atreus. Pass auf, Atreus. Ja, ja, ja. Tier war merkwürdig da beim Schreien. Ich glaube, er ist einfach aufgewühlt wegen der Prophezeiung, dass er kämpfen wird und so. Ja, aber ich weiß nicht. Der Tier ist nicht mehr der Ruhige, wie er einmal war, wie wir ihn jetzt da hier gefunden lang haben. Ja, ja, der ist hier sehr gestresst. Sagt immer, hier lang, müssen weiter und so. Der will hier einfach nur raus. Aber ich gehe jetzt mal hier lang, weil ich ein Rebell bin. Ist hier noch ein anderer Weg? Ein anderer Weg zwar, aber ein neuer Lichtalbe. Bam. Das Rage-Game hier, sehr geil. Ich bin dann doch, glaube ich, eher für den Talisman mit dem mehr Schaden. Muss ich sagen. Finde ich mir ein bisschen geiler. Da ist noch ein Gesundheitsstein. So, ich muss mal sagen, ich mag das Rumgeschwinger hier mit den Chaos. Klingt sehr cool gemacht hier. Alva? Wir haben gerade zwei Sachen gesehen. Erstmal, Alva haben jetzt sie gesehen und Tier hat sie oder ihn. Sind die Lichtalben, glaube ich, alle weiblich oder sind sie auch männlich? Ich bin die wirklich so weiblich, die Lichtalben. Ich sag mal nur sie jetzt einfach hier. Tier hat jemanden angegriffen. Ja, also, Oh, ah, scheiße, stimmt. Vergiss ich die ganze Zeit hier. So, genau. Bam, bam. Genau so. So, was ist das hier? Zack, noch ein bisschen Chaos-Trink rausholen hier. Daneben geschlagen, sehr cool, freut mich sehr. So, yeah, daneben geschlagen. Oh, wie geil ist das, ey? Daneben schlagen, Leute. Das ist das Beste, was man haben kann hier. Tier, lass sie liegen, sie ist erledigt hier. Scheiß drauf, sie. Scheiß auf die Tier. So. Bam, bam, bam. Und. Oh yeah, sehr gut. Atreus schießen, Atreus, genau. Sehr gut, Atreus, hier. So. Bam.
Komm, Skalva, schlagen. Oh yeah. Läuft gar nicht so schlecht, Leute. Läuft gar nicht so schlecht. Jetzt nicht zu früh reden hier. So, bam. Niemand schießt nach Trios. Bam. Let's go. Ich hoffe, dieses Rage aktivieren war jetzt nicht so dumm von mir, weil wir haben noch ein bisschen Leben hier vor uns. Also, nicht, dass ich noch ein bisschen Leben brauche später. Das wäre jetzt nicht so geil. So, bam. Zack. Sollten wir aber jetzt ohne Probleme schaffen. Oder, Kratos? Was sagst du dazu, Kratos? Man weiß nie, wie ich mehr spiele. Man denkt immer, man schafft es zwar, aber wenn ich wieder da spiele, dann sterbe ich wieder gleich. Ach du Kacke, das meinte ich, Leute. Ich baue wieder so viel Scheiße. Das ist mein Problem hier bei diesen Spielen hier. Stirb. Hey! Lass es sein hier. Lass es sein, Alva. Gib ihr. Also. Guter Finisher. Weg mit den Alvas oder mit den ganzen Nicht-Alben hier. Vor einigen Wintern besiegten wir den Dunkelalb-König Svartalf hier. Offenbar wurde während seiner Abwesenheit eine neue Wächterin des Tempels des Lichts ernannt. Ihre Schwertkunst und die Beherrschung ihrer Form waren anders als alles, bei dem ich bisher begegnet war. Sie war die Aggressorin, aber Atreus stellt erneut in Frage, ob wir der falschen Seite geholfen haben, was den Konflikt zwischen den Nicht-Alben und Dunkelalben angeht. Die einzige Seite, die wir in diesem Konflikt einnehmen können, ist unsere eigene. Das ist sehr gut geschrieben, Kratos oder Mimir. Ich glaube, du schreibst sogar Kratos, ne? Hier? Alles in Ordnung? Nein. Frost haben wir gefunden erstmal und... Ja, Tier, ich habe auch im letzten Part gesehen, du hast jemanden umgebracht hier. Ich habe es genau gesehen, du hast jemanden weggestampft. Du hast ihn in den Abgrund gestoßen, Tier. Das habe ich genau gesehen. Rundschild der Entdeckung. Warte mal, ein Schild? Was war denn das gerade? Schildzusatz. Was war denn das gerade? Ich habe es gerade nicht gesehen hier. Ich muss gleich mal vielleicht beim Schneiden nochmal gucken, was es genau war. Und dann hinzufügen. Aber erstmal. Tier. Alles gut hier. Du musst bald eh kämpfen bei Ragnarök. Es ist vorbei. Es ist nicht vorbei. Ich. Das. Wird schon, Tier. Ihr habt die Zukunft gesehen. Ich wollte euch nicht in den Krieg folgen, doch jetzt schleppe ich einen unschuldigen Alben. Unschuldig? Und marschiere Asgards Zerstörung entgegen. Wir haben keine Wahl. Es gibt immer eine Wahl. Ich werde euch nicht in den Krieg führen. Nein. Ich bin nicht mehr dieser Gott. Ich will nicht kämpfen. Doch mit euch dreien ist das unmöglich. Auf eurem Weg warten unzählige Tote und unvorstellbares Leiden. Wie hast du es denn damals geschafft bei den anderen Welten? Ich glaube nicht, dass bei den Welten, die du bereist hast, alle so lieb waren, wie du es dir vorgestellt hast. Ich glaube, da waren auch einige Böse, die du auch erschlagen musstest. Also ich glaube nicht, dass du eine weiße Weste hast hier. Das kann ich dir irgendwie nicht glauben, irgendwie. Ich weiß nicht. Was macht... Nein! Atreus! Verdammt! Ach du Scheiße! Durchhalten. Hierher, eure Ketten. Bist du verletzt? Mein Vater. Hey, Tyr. Danke. Und tut mir leid wegen vorhin. Ich... Nein. Mir tut es leid.
Ich hätte nicht kommen sollen. Wir müssen weiter. Ich kann Tyr irgendwie nicht so zuordnen, wie er gerade ihn angeschaut hat, den Atreus. Richtig so mit einem richtig krassen Blick irgendwie. Also ich weiß nicht, ich kann ihn nicht irgendwie zuordnen. Ich kann ihn nicht einschätzen, den Tyr. Hör zu. Ich will nur das Richtige tun. Und laut der Prophezeiung... Vergiss die Prophezeiung. Du wirst im Krieg keinen Sinn finden, Atreus. Nur Blut vergießen. Und was sollen wir dann machen? Uns ergeben? Nichts tun? Genug. Darüber reden wir, sobald wir außer Gefahr sind. Ich wollte gerade auch sagen, bestimmt, weil Tyr jetzt gesehen hat, er muss kämpfen. Aber das nimmt ihn gerade richtig, richtig mit hier, ne? Also der ist gerade voll irgendwie angespannt einfach wegen der Sache. Zurückfinden den Weg? Oh, bitte, lass aber schnell zurückgehen, Leute, Alter. Genau hier, also einfach im Winter. Mit Schnee, oh mein Gott, nein! Nein, die Dunkelalben sind wieder da! Meine größten Albträume sind wieder da! Ich fasse es nicht, Leute, ich fasse es nicht! Verzieht euch, ihr scheiß Drecksalben! Digga, die sind schlimm. Die sind so schlimm, Leute. Wirklich, ungelogen. Ich hasse die Alben. Wirklich, die sind die schlimmsten Gegner im ganzen Spiel. Wirklich, was ist das, Junge? Oh, noch mehr. Guck mal, diese Rumgeschosse, Rumgefliege einfach. Oh, wenn ich die schon sehe, Alter. Ich hab da keinen Bock mehr, Junge. Was ist das hier? Ich hab die Chaos-Ding geknecht, die. Was ist das hier? Einstechen und weg mit dir. Scheiß Insekten, die. Lichtalben for the win. So sage ich es jetzt. Die Lichtalben sind eh viel angenehmer. Nicht. Wir müssen hier verschwinden. Oder doch, die sind viel angenehmer, was Kämpfen anbetrifft. Also Lichtalben sind da viel einfacher zu besiegen als die Dunkelalben, wirklich. Aber beide sind nervig, kann man so sagen. Kämpft, kämpft, kämpft gerne weiter, kämpft. Oder Tyr, macht dein Gerede. Stopp den Krieg oder renn einfach weg, was auch immer. Oh mein Gott, Junge. Müssen wir alle besiegen oder können wir einfach weiter rennen? Ich mach das, ich besiege mal aber trotzdem alle hier. Ich probiere es mir zumindest zu besiegen. Oder wollen wir weiter rennen? Ich renn weiter, Junge. Lass raus, die Junge. Noch mehr! Noch mehr von den Knechten. Ein bisschen EP mitnehmen, würde ich mal sagen. Ein bisschen EP nehmen hier. Ja, daneben geschlagen. Sehr geil. So erlaube ich es mir. Bam. Den hole ich mir. Oh ja? So, hier, Chaos-Ding hier. Gratis Chaos-Ding hier. So, Schildbrecher. Nicht mit mir. Oh ja, also Chaos-Ding sind echt gut hier gegen solche Gegner mit mehreren Massen, mit mehreren Anzahlen hier. Bam. Die gehen sogar eigentlich hier. Also, die kann man ganz gut besiegen hier. So, kämpft ihr hinten weiter. Beschießt euch, macht was ihr wollt, könnt euch küssen oder was anderes machen, euch erschießen oder was auch immer. Ist mir egal, ich bin jetzt hier raus, Alter. Raus aus Elfheim, bitte. Aus Shitheim. Kämpft, kämpft, kämpft. Ey, kämpft gerne weiter, ist mir egal. Ich renne jetzt weiter. Ist mir sowas von egal. Oh nein, ich muss kämpfen. Ich muss kämpfen. Leider muss ich kämpfen, Leute, aber na gut, machen wir schnell hier. Bam. Zack, zack. Ah, warte. Nein, die Axt. Nein, die Fähigkeit mit diesem dunklen Scheißteil. Oh mein Gott, oh mein Gott. Nice, sehr nice. So. Ja, daneben geschlagen, sehr gut. Sollte es jetzt reichen, oder? Weg mit dem. Können wir weiterziehen, bitte. Danke, Spiel. Ich will jetzt keine Lichtalben mehr sehen, Dunkelalben, was auch immer. Ich will niemanden mehr sehen. Die können gerne sich aus der Ferne bekämpfen, aber mich nicht mehr angreifen hier, okay?
Ich habe genug. Ich habe genug. Gehen wir weiter. Ja, ich bin hinter dir, Tier. Alter Tier, Junge, jetzt geh nicht auf den Sack, Tier, Junge. Ach. Einfach beide besiegen. Komm, töte die. Verdammte Lichtalben hier. Auch so arrogante Alben, ey. Dunkelalben nerviger, Lichtalben arroganter. So kann man es, glaube ich, so beschreiben. So. Ja, Tier, ich muss leider kämpfen, die. Also, ich spiele wirklich die alles besiegen hier. Deswegen muss ich jetzt mal stehen bleiben. Ah, ich hatte es nicht aktivieren sollen, den Talisman. War jetzt so eine Verschwendung hier, leider. Digga, meine Fresse. Gib ihn. Oder gib ihr. Bam, bam. Und weg mit dir. Frisch Stein. Ah, scheiß drauf. So. Zack. Hier, Junge. Warte, ich muss die Kristalle benutzen hier, Leute. Das mache ich mir zu selten. Wenn ich treffen würde. Oh Gott, ey. Wenn ich doch bloß treffen würde. Aua. Nice. Ich spalte euch alle. Jetzt bitte, Spiel. Er hört mich. Ich will nicht mehr. Wenn es noch einmal Licht ankommt. Oder Dunkelalben vor meiner Nase. Dann wird Elden Ring Game of the Year. Wenn jetzt noch einmal irgendwelche Alben von meiner Fresse kommen, dann wird Elden Ring Game of the Year. Ja? Geh mir nicht auf die Eier jetzt hier. Okay, Lichtalben, okay? Mach nicht jetzt diese, okay? Mach jetzt nicht so, bitte. Ich will jetzt einfach nur nach Hause. Zu Sindri. Oh mein Gott, nein! Elden Ring mit Game of the Year! Nein! Gar keinen Bock drauf, Alter. God of War muss gewinnen hier. Können wir durchrennen? Bitte, kämpft, genau so, Dunkelalben, gib mir, Dunkelalben, gib mir! Ich feuer erst sogar an hier. Was ist das dann? Hä? Ach so! Oh, yo! Warum machen seine Falle so viel Schaden auf einmal von der Ferne? Wir müssen anscheinend die alle besiegen. Und warum ist Atreus jetzt auf der anderen Seite? Ist er schon rollgelaufen, als die Brücke erschützt oder wie? Ich glaub schon, ne? Keine Ahnung. Einfach kämpfen. Zack. Bam, bam und bam. Bam. Skalber. Aua. Oh mein Gott. Es reicht. Ich will nach Hause jetzt spielen. Oh, jetzt fliegen die noch hin und her. Wo ist denn der jetzt, der? Digga. Es reicht jetzt hier, okay, ihr scheiß Dunkelalmbeschwörer. Es reicht. Wirklich. So, jetzt nach Hause, bitte. Ich will jetzt nach Hause. Ich will einfach nur nach Hause. Ich will nur Sindri zu Hause sehen. Da will ich doch nicht hier. Aber ich sehe, die bauen jetzt ja auch ihre scheiß Nester, die Dunkelalben. Also die leben anscheinend doch hier. In vielerlei Massen. Und die werden zurückkehren. Oh, die Löcher. Oh, die Löcher. Ich krieg Gänsehaut. So. Können wir hier weg? Bitte. Was geschafft? Tier, Alter. Ja, wir können hier raus, Mann. Tier. Okay, tief durchatmen. Wir sind da, Leute. Ganz tief durchatmen. Wir sind da. Tier. Öffne das Tor, raus. Bitte. Na, ich mach das Tor auf, Jay. Das war mal eine Reise, Leute, ne? Nein. Du willst Krieg, Atreus? Sieh dir an, was er aus dem Ödland gemacht hat. Ich hatte mehr als genug davon. Hä? Können wir jetzt hier rein, oder wie? Oder was will jetzt hier? Wenn bereit sind wir zurückkehren. Ich glaube, das ist jetzt sogar noch so eine Nebenquest, oder? Wir sollten uns diese Wüste genauer ansehen. Okay. Gut, wir können Prophezeiung nicht trauen. Aber sollten wir wirklich ignorieren, was wir gesehen haben? Geiergold. Wir ignorieren es nicht. Wir reden zu Hause darüber. Die Nebenquest? Möchte ich nach dem verletzten Tier suchen, das du gehört hast. Du? Wirklich? Ja. Also gut. Okay. Gut. Ja, geh voran.
Interessant. Also ich muss sagen, die Nebenmission kam gerade sehr, sehr random. Aber die würde ich dann sogar dann in der nächsten Folge anfangen und dann zurück zu Sindri nach Hause reisen. Okay, krasse Folge. Prophezeiung, Tyr muss kämpfen, Asgard wird... Ah, das ist doch ein Rabe, sehr gut. Asgard wird zerstört, wenn Ragnarök beginnt. Also es wird nichts zerstört, außer Asgard. Das kann man eigentlich gut begrüßen, muss ich sagen. Atreus will Odin besiegen, Kratos will es nicht tun. Tyr will auch nicht kämpfen anscheinend. Tyr auch ganz komischer Typ gerade, aber ich kann es ein bisschen verstehen. Er ist gerade einfach ein bisschen aufgewühlt. Dann bis dann, Leute. Like, wenn es euch gefallen hat hier. Wir hören uns dann. Bleibt gesund bis zum nächsten Mal. Und ciao.